Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde hier im Saal und an den Fernsehern. Wir haben heute keinen normalen Gottesdienst. Was heißt normal? Natürlich, jeder Gottesdienst ist normal, wenn Gott in der Mitte steht und wenn das Wort Gottes gepredigt wird, und das wird auch heute der Fall sein. Aber wir haben natürlich nicht nur eine Wortbetrachtung, eine Predigt, sondern heute soll es darum gehen, dass wir eine Ordnung erfüllen, die der Herr seiner Gemeinde anbefohlen hat. In der Bibel wissen wir und lesen wir, dass die Gemeinde des Herrn im Neuen Testament unter anderem Älteste und Diakone als besondere Dienste in der Gemeinde hatte und dass diese Männer und Frauen oftmals durch Auflegen der Hände zu ihrer besonderen Berufung eingesegnet wurden. Und so war es euer Wunsch als Ausschuss der Gemeinde Bad Cannstatt, dass heute der Bruder Gabriel Nanaschi und der Bruder Matthias Pfeiffer als Ältester und als Diakon der Gemeinde eingesegnet werden. Vor Wochen hatten sie mich darum gebeten, und ich habe zugesagt, nachdem ich hörte, dass die Vereinigung und die Gemeinde, dass alle damit einverstanden sind. Ich möchte als Bibelwort für den heutigen Tag aus dem ersten Buch Samuel einen Text lesen. 1. Samuel, Kapitel 12, Vers 23. 1. Samuel 12, Vers 23. Erstes Buch Samuel, Kapitel 12, Vers 23. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Das ist eine Aussage, die hier der greise Prophet Samuel gemacht hat, als er sein Richteramt beenden musste. Durch Jahre hindurch hat er Israel geistlich geleitet und er hat sie auf dem guten Pfad, auf dem Pfad des Gehorsams, des Glaubensgehorsams gehalten. Aber als das Volk dann sagte, wir wollen jetzt einen König haben, da war Samuel traurig. Gott sagte, sei nicht traurig, sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Aber Samuel hat nicht Abschied genommen und gesagt, ich setze mich jetzt schmollend in meine Ecke, in mein Haus auf dem Libanon und schaue herunter auf das böse Volk, sondern er hat nach wie vor gesagt, es sei ferne von mir, dass ich mich versündigen würde, wenn ich nicht für euch beten würde, Fürbitte für das Volk Israel, und wenn ich euch nicht auch weiterhin belehren würde. Und damit sind zwei Säulen im Dienst eines Leiters einer Gemeinde benannt. Das eine ist, rede mit Gott über die Menschen, über deine Gemeinde. Und das andere ist, rede mit deiner Gemeinde über Gott. Ist das nicht eine wunderbare Aufgabe, ihr beiden? Es fängt aber damit an, und damit fängt alles an im christlichen Leben, das haben wir heute Morgen in der Bibelbetrachtung miteinander gelernt. Es fängt damit an, dass wir zuerst mit Gott reden. Manches Mal sind wir als Menschen so eifrig, so übereifrig und wir fangen gleich an, mit Leuten über Gott zu reden. Das ist sicherlich nicht schlecht, aber es ist nicht der richtige Anfang. Bevor wir anfangen, mit Menschen über Gott zu reden, sollten wir mit Gott über die Menschen reden. Denn wer Zeugnis ablegen will von seinem Herrn, der muss wissen, was für Menschen es sind.
Er muss sie beide kennen. Er muss seinen Heiland kennen, von dem er Zeugnis ablegen will, aber er muss auch die Menschen kennen. Und um die Menschen kennenzulernen, ihr Lieben, das ist eine Wissenschaft, mit der werden wir nie fertig werden. Ihr wisst es alle. Das menschliche Herz ist ein großes Rätsel für viele. Und wir haben schon manch einem die Botschaft gesagt, die er scheinbar freudig annahm, und zum Schluss sagte er nein. Warum? Wir wissen es nicht. Es gibt so viele Motive im Leben eines Menschen, im Charakter. Andere, denen wir vielleicht gar nicht viel zu sagen brauchten, so wie vorhin in dem Abschnitt lebendige Gemeinde erzählt wurde, dass da liest jemand nur einen Bibeltext, den er mitbekommt, und er meldet sich von sich aus und er fragt dann, wann ist die nächste Taufe? Das ist doch eine wunderbare Sache. Das Herz des Menschen kennt nur einer ganz genau, und das ist der, der die Herzen prüft. Deshalb, ihr Lieben, Gemeindediakon und Gemeindeälteste, und was ich Ihnen sage, gilt natürlich in anderem Maßstab auch der ganzen Gemeinde. Vor ihr mit den Menschen redet, redet zuerst mit Gott über die Menschen. Man braucht ein großes Vertrauensverhältnis mit seinem himmlischen Vater, damit wir von ihm die rechten Antworten bekommen. Denn manches Mal reden wir mit Gott über die Menschen und es ist nicht einmal das Rechte, was wir wollen. Ein Josua hat mit Gott geredet und hat gesagt, Herr, das kannst du doch nicht machen, dass du deinem Volk eine Niederlage bereitest vor der kleinen Stadt Ai. Die große Stadt Jericho, die haben wir im Glauben genommen. Und die kleine Stadt Ai, die hat uns geschlagen. Und als Josua so betet und redet mit seinem himmlischen Vater, da sagt der Vater zu ihm, Josua, warum redest du mit mir? Steh auf, ich kann dich nicht hören. Dein Volk ist nicht frei von Fehlern. Jemand hat etwas getan, was ich ausdrücklich untersagt habe. Er hat gestohlen. Etwas von dem Gut, das dem Herrn gehört, hat er gestohlen und in seinem Zelt vergraben. Und solange du das nicht aus Israel hinweg tust, kann ich dich nicht hören. Merkt ihr? Wir Menschen können nur dann über die verborgenen Probleme und Sorgen unserer Gemeinden, unserer Freunde und Bekannten etwas wissen, wenn wir vorher mit Gott geredet haben. Dann kann uns der Heilige Geist vielleicht ein bisschen Einblick geben in das Leben eines anderen. Aber nicht, ihr Lieben, um daraus Kapital zu schlagen. Unter den Menschen ist es so, dass man Fehler anderer immer benutzt, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, um sie zu erpressen. Das ist eine teuflische Strategie, Fehler von Menschen zu suchen, oder in manchen Firmen wird es sogar gemacht, um sie zu verführen zu Fehlern und dann ihre Fehler zu benutzen, um sie zu zwingen zu irgendwelchen Dingen. Das ist die Strategie Satans. Wenn wir Fehler bei unseren Schwestern oder Brüdern sehen oder bei Freunden und Gästen, mit denen wir das Wort Gottes studieren, dann sollte uns das veranlassen, sie nicht dadurch zu zwingen, sondern auf die Knie zu gehen und für sie noch ernster zu beten, dass der Herr ihnen die Augen öffne. Denn der Sünde zu überführen, ist nicht unsere Aufgabe. Die Sünde zu offenbaren, vor allem die heimliche Sünde, das hat der Herr, der Heilige Geist, sich zu seiner Aufgabe erkoren. Der Geist des Herrn, der wird die Welt überführen, wird dir die Augen öffnen über die Sünde. Und wenn du darum betest,
dann kann der Heilige Geist wirken in deinem Herzen, dass du die rechten Texte und Worte findest und in seinem oder ihrem Herzen, dass diese Worte dann treffen und dass sie sich ihrer Sünde bewusst werden, sie bereuen, bekennen und vergeben lassen. Ist das nicht der bessere Weg? Nicht die Sünden anderer Menschen zu verdammen und lieblos zu kritisieren, sondern ihnen zu helfen, sie zu überwinden und zu lassen und zu Gotteskindern werden. Wer also Menschen führen will, der muss zuerst mit Gott über die Menschen reden. Dann freut er sich über ihre Siege neidlos, ohne zu sagen, das möchte ich auch. Dann dankt er für ihre Mitarbeit, dann lobt er sie für alles das, was sie mit Gottes Hilfe zu Wege bringen, und dann kann er mit ihnen auch leiden. Das mit dem Mitleiden, das ist etwas, was ihr schon viel geübt habt. Ihr sagt immer wieder, der ist krank und jener hat einen Unfall erlitten und lasst uns für ihn beten. Wir leiden mit, wenn andere leiden. Aber es gibt nicht nur körperliches Leiden. Es gibt ein Leiden, das noch tiefer geht, ihr wisst es. Wenn Ehen in Gefahr geraten zu zerbrechen, wenn Eltern und Kinder nicht mehr miteinander harmonisch sind, wenn Menschen einander nicht mehr anschauen, sondern aus dem Wege gehen, dann werden wir traurig. Denn das ist etwas, was in der Gemeinde Gottes nicht vorhanden sein sollte. Wir sind aufgerufen, einander zu lieben. Jesus hat gesagt, liebet sogar die, die euch beleidigen, die euch ablehnen. Und auch wenn du, lieber Bruder, vielleicht von einigen nicht gerne gesehen wirst, weil deine Worte Wahrheit sind, und wer möchte schon die Wahrheit gerne hören, versuche mit Liebe weiter diesen Weg zu gehen und nicht zu schweigen deswegen, weil das Schweigen bequemer ist. Rede mit Gott über deine Glieder, über deine Gemeinde, über die Menschen. Aber dann kommt auch das andere, rede mit den Menschen über Gott. Und das können wir auch wieder nur, wenn wir ihm persönlich begegnet sind. Nur wer erfüllt ist von dem Heiligen Geist, der kann, ohne dass er Menschenweisheit verkündigt, mit dem Worte Gottes Herzen erreichen. In der Predigt, in der Bibelstunde, in der Seelsorge, im Gespräch. Frage dich, wenn du dich vorbereitest, vor die Gemeinde zu treten, was brauchen meine Schwestern und Brüder? Wonach hungern sie? Was ist heute die rechte Speise? Denn der Hausvater sagte, Jesus bringt aus dem Schatz seiner Erfahrung, seines Herzens, Altes und Neues. Aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Aber nur der Herr weiß, was jeder gerade braucht. Deshalb kann es sein, dass du dann am Ausgang hörst, dass jemand dir die Hand schüttelt und sagt, heute hast du gerade für mich gepredigt. Ohne dass du sein Problem kanntest, hast du genau das gesagt, was der Herr ihm an diesem Sabbat sagen wollte, als Ermutigung oder als Augenöffner. Was du dem Herrn, was du den Menschen sagen willst, lass dir von deinem Herrn sagen. Dann können Menschen wieder Brot des Lebens essen. Wisst ihr, meine Schwestern und Brüder, es gibt auch verhungerte Gemeinden. Gemeinden, die oft danach hungern, Brot des Lebens zu bekommen, Wasser des Lebens. Aber das liegt nicht allein an den Schwestern und Brüdern dieser Gemeinde,
Das liegt oft an der Armut ihrer Hirten, die ihnen das Brot des Lebens nicht reichen können. Deshalb, ihr Lieben, wenn wir nachher die Hände auf euch legen, gemäß der Anweisung unseres Herrn, dann denkt daran, rede erst mit dem Herrn über die Menschen und dann rede mit den Menschen über den Willen Gottes. Paulus schrieb in 2. Timotheus 4, Vers 2, und ich zitiere der Zeit wegen nur noch, predige das Wort, nicht Menschenweisheit, nicht Philosophien, nicht was man auf Universitäten unterrichtet, sondern das, was du aus diesem Buch selber empfangen hast. Predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Ich denke noch einmal daran, an einen kleinen, von Gott begnadeten Bruder, einer meiner Kollegen, den der Herr schon zur Ruhe gelegt hat. Er hieß mit Vornamen Andrew Fearing. Er erzählte, dass er als Prediger in einer Gemeinde oft so viel zu tun hatte, dass er sich nicht immer die ausreichende Zeit nehmen konnte zur Vorbereitung seiner Predigt. Das ist schon eine Katastrophe. Und so kam es, dass er an einem Sabbat wieder eine Predigt gehalten hat, nur weil er am Freitagnacht noch schnell einige Verse, Bibelverse zusammengesucht hat aus einer Konkordanz zum gleichen Thema. Und seine Predigt war nicht der Gipfel seiner Beredsamkeit. Er hätte Besseres bringen können. Er wusste es. Er war unzufrieden und als er am Ausgang stand, ein wenig beschämt über die kurze und schlecht vorbereitete Predigt, kam sein Gemeindeältester vorbei, drückte ihm die Hand und sagte, ich danke dir für die gute Predigt heute, Bruder Fearing. Er schaute ihm in die Augen und er sagte, Bruder, lass uns aufrichtig miteinander sein. Du weißt es und ich weiß es, dass meine Predigt heute nicht so gut war, wie du sie mir gerade gelobt hast. Nun ja, sagte der Älteste, du hast schon recht, ich habe schon gemerkt, dass heute nicht gerade dein Gipfel war. Aber du hast viele Bibeltexte gebracht und die Bibel ist immer spitze. Und deshalb danke ich dir für die gute Predigt, die du gehalten hast. Ich hoffe, ihr lieben Brüder, ihr werdet immer genügend vom Brot des Lebens bereit haben, sodass ihr das bringen könnt, was hungrige Gemeinden brauchen. Wenn wir jetzt zur Einsegnung übergehen, dann werden wir zuerst einmal noch mal stille werden und musikalisch einen Zwischenteil hören. Dann werden zwei Geschwister hier vorne sein und uns vorlesen, was die Bibel zur Einsegnung von einem Ältesten und einem Diakon zu sagen hat. Wir hören die biblischen Vorsätze dazu und dann werden wir das Weihegebet sprechen. Aber denkt daran, rede erst mit Gott über die Menschen und dann rede mit den Menschen über Gott. Amen. Hier ist ein Text für den Diakon aus 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Desgleich sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Und man soll sie zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diakone sollen an jeder der Mann, einer einzigen Frau, sondern ihren Kindern im eigenen Haus gut vorstehen. Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. So, die nächsten Verse sind für den Gemeindeältesten. Der erste Vers finden wir in Apostelgeschichte 14, Vers 23.
Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie den Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Ein anderer Vers steht in 1. Timotheus 3, 2 bis 7. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht zu vorstehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Und der nächste Vers für den Gemeindeältesten in Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habe nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und in 1. Timotheus 5, Vers 17 und 19, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Amen. Amen. Ihr habt die Bedingungen gehört, die die Heilige Schrift an den Dienst eines Ältesten und eines Diakones stellt. Und ihr habt als Gemeinde erkannt, dass der Herr ihnen nicht nur diese Gabe und Aufgabe gegeben hat, denn dazu habt ihr sie ja auserwählt, sondern dass sie auch diese Bedingungen erfüllen. Und darum möchten wir jetzt miteinander niederknien. Und ich bitte auch die Gemeinde dann dazu, wenn es möglich ist, niederzuknien, damit ich ihnen die Hände auflege und sie zu ihrem Dienst einsegne. Unser treuer Vater, der du im Himmel bist, Herrscher Himmels und der Erden, Herr Jesus Christus, der du das Haupt deiner Gemeinde bist, der Herr dieser Gemeinde und ihrer Erlöser. In dieser feierlichen Stunde laden wir dich ein, dass du selbst zugegen sein möchtest und mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, mit deinem Geiste diejenigen ganz besonders erfüllen wollest, die du zu solcher Aufgabe auserwählt hast. Du hast sowohl Bruder Nanashi als auch Bruder Pfeiffer erwählt, dass sie dieser Gemeinde in Bad Cannstatt als Ältester bzw. als Diakon dienen. Herr, und wenn ich nun die Hände auf ihr Haupt lege, dann soll es ein Zeichen sein dafür, dass du selbst deine heiligen Hände auf sie gelegt hast, dass du ihre Zeit, ihre Gaben, ihre Kenntnisse, ihre Eigenschaften, dass du das alles geheiligt hast zu einem Dienst für deine Sache, für dein Volk und deine Gemeinde. Herr, ich bitte dich, halte du allen Kummer und allen Gram fern von ihnen. Und wenn es Arbeit gibt, dann stärke du ihre Herzen und Hände, dass sie das alles bewältigen können, was du ihnen als Aufgabe gegeben hast. Ich bitte dich fernerhin, rüste sie aus mit dem Bedürfnis, mit dem Wunsch, dein Wort und dich immer besser kennenzulernen, damit, wenn sie reden, dass sie die heilsame Lehre verkündigen können, nicht irgendwelche Theorien, keine Menschenweisheit, sondern das, was du deinem Volk in dieser letzten Zeit zu sagen hast. Schenke ihnen die Gnade, dass sie ihren Geschwistern Trost und Ermutigung geben und dass sie Brüder und Schwestern auf dem Weg des Glaubens begleiten können,
dass sie führen können, dass sie organisatorisch, aber vielmehr noch pastoral Führer ihrer Gemeinde bleiben. Herr, dazu rüste du sie aus. Es gibt noch vieles, Herr, was du ihnen anvertrauen kannst, und wir bitten dich, tu es nach deiner großen Gnade, nach dem Reichtum dieser Gnade, die du über sie ausschütten wollest. Im Namen Jesu bitten wir solches. Amen. Amen.